Erst vor 10 Jahren hat man ihn erfunden. Heute ist er schon ein Wegwerfartikel, der USB-Stick. Der kleine Datenträger für die Handtasche. 650 Millionen Mal wird er pro Jahr verkauft. Aber wissen Sie, was genau in so einem USB-Stick drin steckt? Einstein will es wissen. Und darum nehmen wir heute zum letzten Mal einen Alltagsgegenstand auseinander. Der USB-Stick besteht aus einem Kunststoffgehäuse und der Leiterplatte. Daran sind der Controller, der Speicherchip und der Stecker angebracht. Das Herzstück des USB-Sticks, der Controller als Datensteuerung, der Chip als Datenspeicher. Controller und Chip arbeiten eng zusammen. Dem Controller muss zuerst beigebracht werden, wozu er fähig ist. Er weiß noch nicht, dass und wie er Daten verwalten soll. Marco Rogozia ist Physiker und Hardware-Entwickler. Er programmiert die Intelligenz des Controllers. Mit dem Testprogramm wird die Intelligenz auf den Stick gespeichert. Die sagt dem Controller, was er zu tun hat. Und danach wird der Stick noch konfiguriert und getestet und dann zum Schluss formatiert, dass der Kunde seine Daten drauf speichern kann. Der Controller sagt dem Chip, wie und wie viel er speichern soll. Für die Datenmenge, die heute auf einem einzigen Chip gespeichert wird, benötigte man vor 8 Jahren noch 64 Chips. Mit anderen Worten: Im Jahr 2001 konnten in einem solchen Speicherchip maximal 64 Megabyte gespeichert werden. Das entspricht einer Speicherkapazität von etwa 16 Musikstücken. Heutzutage im Jahr 2009 können in diesem Chip maximal 4 GB gespeichert werden. Das entspricht etwa 1000 Musikstücken. Die Firma Swissbit im St. Gallischen Bronschhofen ist die einzige in Europa, die USB-Sticks entwickelt und herstellt. Ein USB-Stick muss einiges aushalten, auch hier in Bronschhofen. Jeder Stick durchläuft ein Testprogramm. Zum Beispiel kommt er in die Klimakammer und muss Temperaturunterschiede von minus 40 bis plus 85 Grad unbeschadet überstehen. Unsere USB-Sticks können 2 Meter Höhe von jeder Seite 10-mal auf eine Stahlplatte fallen, ohne dass sie kaputt gehen. Es fehlt noch der Stecktest. 5000 Mal muss der USB-Stick hier einwandfrei funktionieren. Das Innenleben des Sticks, der Speicherchip, stößt an seine Grenzen. Die Flash-Speicher werden immer schneller. Wir stellen fest, dass alle 12 bis 18 Monate eine Verdopplung der Speicherdichte stattfindet. Das wird bewerkstelligt dadurch, dass man die Strukturbreiten verkleinert. Der Chip soll immer mehr Daten speichern können. Das heißt, die Strukturbreite, also der benötigte Speicherplatz für Schreib- und Löschbefehle, muss kleiner werden. Es wird geschichtet. Datenmengen bis zu 1 GB brauchen 2 Ebenen. Datengrößen von rund 2 und mehr GB müssen auf mehrere Ebenen verteilt werden. Dieser Speicherplatz wird in Nanometern gemessen. Heute bewegt man sich bei 40 Nanometern oder 2 Gigabyte. Der Markt fordert 8 Gigabyte und mehr. Aber schon dies könnte die Grenze des Sticks sprengen. Die Entwickler stoßen in den atomaren Bereich vor. Die Konsequenz? Daten können nicht mehr sicher gespeichert werden. In 5 bis 6 Jahren stößt das Machbare an seine Grenzen. Der USB-Stick muss neu erfunden werden.